Hallo, wir sind wieder von So abnehmen, Nicole und Ute. Und heute machen wir Plätzchen mit Schokostücken. Und damit es nicht so schwer wird, haben wir wieder Stevia-Produkte in Gebrauch. Und zwar Stevia-Kristall, damit ersetzen wir zu 100% den Zucker. Und dann haben wir noch die Schokolade von Cavalier, die ist auch mit Stevia. Die hat einfach dann auch weniger Points. Wie viel weniger? Schaut mal bei uns auf dem Blog vorbei und ladet euch das Rezept runter. Da seht ihr das dann alles ganz genau, wie viel Points ihr spart mit den Stevia-Zutaten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Haferflocken. Die werden wir fein mahlen in so einem Küchengerät. Ersatzweise kann man dafür auch fein gemahlenes Hafermehl benutzen. Etwas Butter, die haben wir schon flüssig gemacht und dann noch auf Zimmertemperatur wieder abkühlen lassen. Dann haben wir hier noch unsere Vanillepaste, die wir sehr gerne benutzen. Alternativ geht auch das Mark von einer Vanilleschote oder einfach Vanillezucker. Ein Ei, Backpulver, Mehl. Ja, das war's dann. Und dann halt noch unsere üblichen Utensilien. Wir haben jetzt hier eine Glasschüssel, um die trockenen Zutaten zu vermengen. Das braucht man nicht wirklich, das ist nur, weil es so schön aussieht. Und dann haben wir unsere Küchenmaschine von Bosch mit der Halterung. Ich liebe das Gerät, ich habe schon oft gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, dann auch bei uns auf dem Blog vorbeischauen, auf so-abnehmen.info. Der aktuelle Blogbeitrag ist immer in der Infobox verlinkt. Und um die Plätzchen zu formen, haben wir hier mal bereitgelegt, Eisportionier und ein Plätzchenportionierer. Darauf gehen wir später nochmal etwas genauer ein. Ja, Backpulver haben wir gesagt, oder? Habe ich gesagt, ja. Dann fangen wir mal an, die Zutaten zu vermischen. Okay. Ich mache jetzt aus Stevia Kristall Butter und Vanillezucker eine schaumig geschlagene Masse und du könntest vielleicht schon mal die Haferflocken klein hacken. Die ganzen sind abgebrochen? Ja. Gut. Wir benutzen jetzt hier Halbfettbutter, um auch nochmal ein paar Points zu sparen. Machen wir jetzt eigentlich fast immer, oder? Bei so Plätzchen-Sachen, weil es einfach, es macht geschmacklich nicht wirklich einen Unterschied und man spart einfach Kalorien und Points. Stevia-Kristall und Vanille und das Ei. Das Ei kommt auch gleich rein. Ich schlag's in die Hand. Wo ist denn unser Biermülltütchen? Ich leg's gerade ins Schild. Ah, okay. Von der Vanillepaste nehmen wir immer gerade so, na Messerspitze ist jetzt ein bisschen mehr. Ja, einfach nach Gusto, gell? Ein Viertel Teelöffel. Mhm. Ja, und dann schalten wir mal an. Ich werde jetzt die trockenen Zutaten in der Glasschüssel vermischen. Das sind die Haferflocken, dann etwas Mehl und Backpulver. Und ich werde in der Zwischenzeit die Schokolade klein hacken. Das ist übrigens eine Cavalier Stevia Dark, nennen die sich. Also das ist eine zarte Schokolade. Ja, die benutze ich eigentlich fast am liebsten für alle möglichen Backsachen. Zum Backen ist das zum besten. Ja. Intensiven Geschmack. Mhm. Sehr schokoladig. Und ich denke auch immer, die dunkle Schokolade ist schon von Haus aus ja nicht so süß. Mhm. Und ich finde ja immer und nicht so fettig. Ja, nicht so fettig. Und ich finde auch immer die Stevia Schokolade, die schmeckt, also zum Backen ist sie wunderbar, aber sie ist nicht ganz so süß wie jetzt eine Milka oder eine Sport oder so etwas. Und ein halber Teelöffel Backpulver. Das Ganze werde ich jetzt einfach ein bisschen mit einem Löffel vermengen. Die vermischten trockenen Zutaten gebe ich jetzt noch in das Handrührgerät. So, und jetzt nochmal durchrühren. Der Teig ist noch etwas trocken, deswegen geben wir noch ein bisschen Milch dazu. Die Schokolade hebe ich jetzt noch von Hand unter. Wir portionieren das Ganze mit einem Eisportionierer oder mit so einem Plätzchenlöffel. Ich habe die in verschiedensten Größen. Und zwar gibt
die ganz groß. Vielleicht lege ich es gerade mal hin, okay. Dann kann man es besser abmessen. So. Ich habe den also den 5,5 cm in 4,5 cm und in 3,5 cm. Wir nehmen jetzt den kleinen. Die ganze Masse hat 34 Points. Mhm. Und wenn wir es schaffen, 34 Plätzchen zu machen, hat jedes ein Point. Das wäre ja eigentlich am besten Ziel. Funktioniert das Ganze, wenn man es in warmes Wasser taucht. Und ups. Das hält das ist so viele Löcher, gell? Okay. Und der Ortenierer, der hat da so eine Kralle in der Mitte, wo man etwas sich dreht und somit kann man das dann lösen. Nicht zu eng sitzen, weil es Backpulver drin. Ein bisschen verläuft auch. Das ja, und es ist Backpulver drin, die gehen auch auf. Also, mein Plätzchen geht immer auf, aber wenn Backpulver drin ist, dann halt nur ein bisschen mehr. Plätzchen backe ich jetzt bei 170 Grad Umluft. So, die Plätzchen waren jetzt was? 9 Minuten im Ofen? 10 Minuten. 10 Minuten. Und wir haben es geschafft, die 34 Plätzchen rauszubekommen aus dem Teig. Es waren sogar noch ein, zwei mehr. Also so hat jetzt ein Plätzchen ein Point. Und ja, jetzt müssen wir es nur noch probieren. Ja, dann machen wir das mal. Oh, du nimmst es mit den schönen Schokoladen. Sind sehr gut, oder? Schokoladig. Mhm. Mhm. Ich merke doch den Hafer ein bisschen mehr. Mhm. 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 Könnte ich mir vorstellen, statt den Hafer auch ein Vollkornmehl zu nehmen. Mhm. Wenn euch das zu kompliziert ist, mit einem Haferflocken malen oder Hafermehl, Vollkornmehl würde bestimmt auch gut passen. Weil die doch kräftig sind, irgendwie von. Mhm. Was mit der Schokolade ist doch jetzt ganz Menge Schokolade. Also wenn man jetzt die Tafeln, das sind so 80 Gramm Tafeln, mhm. Auf die Menge Teig, das war jetzt schon, ja. Da sieht man auch was davon. Üppig. Mhm. So, super. Wieder mal ein Pollenplätzchen, dank Stevia. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns. Ich verlinke euch hier auf der linken Seite, oder ist es die rechte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall, verlinke ich euch noch die Playlist des Süßes und Weight Watchers. Da könnt ihr noch die anderen Plätzchen von uns anschauen oder was wir überhaupt an süßen Sachen noch gebacken haben. Das Rezept gibt es wie immer zum Gratis-Download auf unserem Blog. Auch dazu der Link in der Infobox. Ja, das war's dann wieder von uns heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.